8 aus den Top 10 der Weltrangliste unter den ersten 10. Die Elite geht hier zunächst ins Rennen. Dazu Björn Dahlen die 21 und Eder die 11. Nur die Nummer 6 Garanicev und die Nummer 8 Andreas Birnbacher aus den Top 10 gestern nicht so überzeugend, als dass sie heute zu den Favoriten gezählt werden dürften. Und jetzt geht's los. Sekunden, wie gesagt, Martin Fourcade hinter Emil Hägglesvensson. Und er hat gesagt, das will ich zulaufen, da laufe ich ran. Daraufhin sagte Fack, naja, ich will die 3 Sekunden auf Fourcade zulaufen. Wir werden es sehen. Das ist die erste Dreiergruppe und jetzt die zweite mit Björn Dahlen, Malischko und Alexis Boeuf, dem Franzosen. Und dann kommt das Viererpaket, angeführt von Anton Schipulin. Mit Fredrik Lindström, einem weiteren Russen, Jewgeni Ustjugow und Simon Eder. Und dann die Fünfergruppe, in der auch Erik Lesser als erster Deutscher ist. Krasimir Anev, Erik Lesser, Björn Ferry, Lukas Hofer und auch noch Dominik Landertinger als 15. gehören sie zu dieser Gruppe. Und dann mit einem kleinen Abstand von 1 Minute und 8 auf den Führenden. Von 10 Sekunden auf Landertinger geht Arndt Peiffer als zweiter Deutscher ins Rennen. Die Rückstände von gestern aus dem Sprintrennen sind auch die Rückstände, die es heute aufzuholen gilt. Aus 4 Korridoren wird gestartet. Andreas Birnbacher, 1 Minute 25 schon sein Rückstand. Und jeder Sportler ist selbst dafür verantwortlich, dass er pünktlich startet. Wer zu früh startet, er kriegt eine 30 Sekunden Zeitstrafe. Wer mehr als 3 Sekunden zu früh startet, der wird sogar disqualifiziert. Ulainer Björn Dahlen ist zumindest die 30 Sekunden Zeitstrafe passiert in Oberhof. Also das wird dann gleich nach dem Start ausgewertet von den Kampfrichtern. Und wir werden dann von der Rennleitung im Verlauf der ersten Runde darüber informiert werden. Ja, Fourcade hat seinen Teil des Plans umgesetzt. Er ist schon dran an Emil Hägglesvensson. Jakob Fack allerdings konnte seinen Teil nicht erfüllen. Ranlaufen an Fourcade und sich dann an Svensson heransaugen lassen. Er hat aber gesagt, wenn das nicht klappt, der Jakob Fack hier mit der 3 im gelben slowenischen Laufanzug, wenn das nicht klappt, dann laufe ich mein eigenes Rennen. Ulainer Björn Dahlen, sicherlich die große Überraschung gestern. Sein 4. Platz. Und hätte er den einen Fehler nicht geschossen, dann wäre Ulainer Björn Dahlen hier Weltmeister geworden nach einer bis dahin wirklich enttäuschenden Saison. Malischko, Boeuf, Schipulin. Schipulin hat vor einem Jahr Bronze gewonnen im Verfolgungsrennen und hatte da vor dem Rennen einen Rückstand von 1 Minute und 8 Sekunden. Also das ist der Rückstand, den heute Arndt Peiffer vor dem Rennen hatte. Auch solche Rückstände sind aufzuholen. Im ersten Verfolgungsrennen in dieser Saison in Östersund im Dezember. Schipulin wieder mit 1 Minute 8 Rückstand aufs Podest. Arndt Peiffer selbst, hier sehen wir ihn mit der 16, hat hier bei der WM-Generalprobe vor einem Jahr mit 59 Sekunden Rückstand noch den 3. Platz erreicht. Also diese Abstände so rund um 1 Minute, die sind noch möglich, die sind noch aufholbar. Zumal es heute am Schießstand schwere Bedingungen sind. Das werden wir gleich beim ersten Schießen noch genauer erörtern. 2,5 Kilometer Runde wird heute gelaufen, 5-mal jeweils. Es ist eine schwierige Runde. Die Bedingungen sind gut. Es ist etwas kälter. Minus 2 Grad waren es in den letzten Tagen. Minus 4 Grad heute. Die Strecke etwas fester dadurch, etwas schneller. Nach dem Stadion geht es direkt auf einen langen Anstieg. Hier sehen Sie es, All Starts, Regular, No Time Adjustments. Also keine Frühstarts, keine Zeitstrafen zu befürchten. Ja, dieser lange Anstieg nach dem Stadion, den darf man noch nicht überziehen, denn danach muss man sowohl in den Übergängen nach den Abfahrten als auch nach den Anstiegen, als auch dann bei den folgenden kürzeren Anstiegen noch arbeiten. Charakter natürlich etwas anders als im Sprint, wo man sein eigenes Rennen macht. Man kann sich hier natürlich auch an den Gegnern orientieren. Aber wenn man vorne gescheucht wird von den anderen, dann darf man es auch nicht verbummeln.
um die gestern erkämpften Sekunden nicht zu leicht herzugeben. Fuck, 10 Sekunden hinter der Spitze. 11 waren es ja auf Svensson am Start. Björn Dahlen 14, der war 20 dahinter. Also da deutet sich das schon an. Es passiert dann eben doch. Svensson und Foucault vorne, die haben sich schon so oft gegenseitig belauert. Die vergeben dort schon ein paar Sekunden zumindest. Ustjugov 30 Sekunden hinter der Spitze, 38 waren das am Start. Lesser an der ersten Zwischenzeit war er 52 Sekunden dahinter. Der hat wiederum ein paar Sekunden verloren. Dort im großen Paket mit der etwas verrutschten Startnummer 12, Erik Lesser, der schiebt sich ja. 56 Sekunden sind es jetzt. Seine Nummer beim Stehenschießen immer so ein bisschen hoch. Das hat er eben beim Anschießen auch schon gemacht, damit er mehr Halt hat. Dadurch kann man sie nicht so gut sehen. Ja, der Schießstand. Er gilt als sehr windanfällig. Beim Weltcup vor einem Jahr gab es keinen Nullschützen in der Verfolgung. Und heute beim Anschießen vor dem Rennen, da waren die Bedingungen eben auch wechselhaft. Mal von links, dann wieder ein wenig von rechts, dann wieder ruhig. Man muss sehr genau aufpassen. Die ersten beiden Runden wird jeweils im Liegendanschlag geschossen. 50 Meter entfernt sind die Ziele, 4,5 Zentimeter groß. Und jeder Fehler bedeutet eine Strafrunde. Svensson und Foucault fast synchron. Svensson 0. Foucault jetzt etwas langsamer 0. Sie bleiben zusammen, sie bleiben vorn. Björn Dahlen schießt den ersten Fehler der Konkurrenz, muss in die Strafrunde. Zwei Strafrunden, 300 extra Meter für Björn Dahlen und Fuck. Fuck bleibt Verfolger Nummer 1. Gemeinsam jetzt mit Schipulin und Alexi Böff und Malischko, Simon Eder, Ustjugov, Lindström. Sie alle schießen fehlerfrei. Also einzig Ule Einar Björn Dahlen verliert mächtig an Boden. Erik Lesser ist da, beginnt mit einem Fehler. Oben jetzt eingeblendet die Scheiben von Arndt Peiffer. Strafrunde für Lesser. Hofer, Landertinger, Ferry, Arnef, alle Fehler frei. Peiffer zwei Treffer. 4. Und 5. Taje Böhm muss zweimal in die Runde. Garanicev muss zweimal in die Runde. Einige erwischt es, aber viele kommen hier zunächst einmal mit 0 durch. Andi Birnbacher hat schon viermal getroffen. Auch der 5. sitzt. Simon Schemp 4 Treffer bereits. Ja, auch er trifft 5-mal. Also Erik Lesser aus deutscher Sicht der Einzige mit einem Fehler. Peiffer jetzt 1,10 zurück. Lesser 1,14. Also Lesser hat deutlich verloren. Peiffer in etwa im gleichen Bereich wie nach dem Start. 1,08 waren es da. Birnbacher 1,25. Exakt so wie beim Start sein Rückstand. Schemp 1,31. Der hat 5 Sekunden gut gemacht. Da sehen wir den Mann, der eine Stunde vor dem Rennen getwittert hat. Klar vor Krieg, bereit für die Schlacht. Also ganz so martialisch wird es dann hoffentlich nicht. Aber der möchte heute hier den Hattrick. Nach dem ersten Schießen führt er gemeinsam mit Martin Foucault, der jetzt hier sogar die Führung übernommen hat. Im gelb-roten Trikot Foucault, Führender im Gesamtweltcup und Führender im Verfolgungsweltcup. Dafür steht dann die rote Hälfte des Trikots. Die beiden hatten einen Vorsprung auf Fuck von 17 Sekunden nach dem Schießen. Fuck jetzt gemeinsam unterwegs mit dem Russen Anton Schipulin. 18 Sekunden. Ja, es wirkt mir fast so, als ob Martin Foucault dort die Führung übernommen hat vorne, weil er gesagt hat, komm Junge, wir lassen uns hier nicht gegenseitig einholen, wir halten rechts, die auf Distanz. Wind, zwei bei rechts, Windfahren ohne beachten. Ja, das war die Ansage von Fritz Fischer, was den Fehler anging und das Trefferbild. Hier gibt es ein wenig Verpflegung für Martin Foucault, was das Trefferbild anging von Erik Lesser, denn es wird ja gleich noch einmal liegend geschossen und
mit diesen Hinweisen, die Fritz Fischer per Funk von Marc Kirchner vom Schießstand erhalten hat, weiß jetzt Erik Lesser, wie er reagieren muss möglicherweise an zwei Stellschrauben am Gewehr, die Visierlinie verstellen kann, rasten sozusagen. Lesser 1:08, 2 Sekunden hinter Pfeiffer. Jetzt wieder Svensson in Front, das machen sie gut, wechseln sich dort vorne ab. Haben ja ähnliche Stärken und Schwächen, die beiden werden ja immer wieder verglichen in diesen Tagen hier. Beide läuferisch, eine Klasse für sich, beide aber am Schießstand immer mal wieder mit Schwächen, wo sie den Gegnern dann die kleinen Türen aufmachen. Martin Foucault hat gestern gesagt, lauftechnisch, da würde ich gerne etwas haben von Emil Hägglis-Svensson, der ja immer wie so ein Tänzer von rechts nach links wiegt, rhythmisch, leichtfüßig, elegant. Man sieht die Kraftanstrengung bei Emil Hägglis-Svensson gar nicht so deutlich wie bei anderen Athleten. Dort hinten jetzt Schipulin vorbeigegangen an Fack in der Vierer-Verfolgergruppe. Fack, Schipulin, Böff und Malischko. ...4,5 Kilometer Zwischenzeit. ...16,8 Sekunden, also der Abstand bleibt in etwa gleich. Eine Strafrunde dauert ja etwas mehr als 20 Sekunden, also diese eine Strafrunde, wenn sie denn geschossen werden würde von den Führenden, würde der Dreiergruppe reichen. Malischko hängt jetzt etwas dahinter. Und die beiden Superstars der Biathlon-Szene sind wieder da zum zweiten Schießen. Kommen sie herein. ...20.000... im Stadion und an der Strecke. Karten sind nicht so teuer. 25 Euro Tribünenkarten, 6 Euro Streckenkarten. Zweites Schießen, wieder liegend Anschlag. Beobachten von Wind und Wetter, den Anschlag, also die Haltung immer wieder gleich aufbauen, möglichst gleichmäßige Atemzüge. All diese Dinge automatisiert, aber dennoch immer wieder zu beachten. Svensson hat jetzt da kurz an die Raste gegriffen, an den Diopter. Zwei Rasten bei links genommen, also relativ wenig. Und beide schießen wieder synchron, diesmal Foucault etwas im Vorteil. Jetzt schießt Foucault den Fehler. Svensson übernimmt die alleinige Führung. Foucault muss in die Strafrunde. Schipulin, Fack und Böff können jetzt zu ihm aufschließen. Fack und Schipulin gelingt das fehlerfreie Schießen. Auch Alexi Böff, auch Malischko, auch Simon Eder, der ja immer schnell schießt, schnellster Liegenschütze im Feld. Fredrik Lindström, laufstarker Schwede, gestern drittbeste Laufzeit. Schauen wir auf die Deutschen. Solange so gut geschossen wird, vorne natürlich schwierig. Björn Dahlen jetzt fehlerfrei. Landertinger ebenfalls fehlerfrei. Hofer muss zweimal in die Runde. Erik Lesser 3 Treffer, 4 Treffer, 5. Pfeiffer viel langsamer am Schießstand. Aber auch erfolgreich. Also Pfeiffer jetzt ein wenig hinter Lesser wieder. Aber in einem ähnlichen Bereich, was den Abstand nach vorne angeht. Haben wir jetzt noch einen kleinen Weg bis zur Zwischenzeit. Lesser 58 Sekunden zurück. Birnbacher Fehler. Schemp 3 Treffer. Pfeiffer 1:04 zurück. Birnbacher muss einmal in die Strafrunde. Schemp gar nicht. Simon Foucault, da sehen Sie es. 3 Fehler hat er geschossen. Der Bruder von Martin Foucault.
Das ist die Serie von Mathe Fourcade, von dem Überläufer dieser Saison, der bei dieser Weltmeisterschaft aber noch auf seine erste Goldmedaille wartet. Und der Pech hatte bei seinem Fehler, aber es wird eben hier anders als bei den Sportschützen nur zwischen Treffer und Fehler unterschieden. Und wenn man knapp daneben schießt, dann ist das genauso bitter, wie wenn man klar daneben schießt. Emil Svensson auf dem Weg zum dritten Gold. Er muss noch zweimal stehen schießen. Sein deutlich schwächerer Anschlag, 77% Trefferquote hat er nur im stehenden Anschlag. Zum Vergleich, Fourcade 88%, Fack 80%, Schipulin 81%, Alexi Böff 86%. Also das sind die besseren Schützen, die dahinter, hinter Emil Hägglesvensen hinterher sind. Und die sind ja, wie Sie sehen, an den Zeiten etwa im Bereich einer Strafrunde. U-Liner Björn Dahlen von 4 auf 9 zurückgefallen, 46 Sekunden. Sauber! Sauber, jawohl! Lesser 55, Pfeiffer 102 auf 12 und 13 die beiden. Oh ja, die müssen euch drin im Stehenanschlag rein. Jetzt geht's Rennen richtig los mit Stehenschießen. Jetzt geht's Rennen richtig los, sagt Fritz Fischer am Rand. Im Moment ist es tatsächlich so, dass auf den ersten 10 Plätzen zwar in veränderter Reihenfolge, bis auf Emil Hägglesvensen, exakt die ersten 10 vom Start sind. Da hat sich noch nicht die Chance aufgetan für die, die eben einen etwas größeren Rückstand hatten, dort vorne hineinzulaufen. Einzig U-Liner Björn Dahl mit 2 Fehlern, alle anderen aus den Top 10 entweder mit einem oder mit noch gar keinem Schießfehler. Das wird sich erfahrungsgemäß im stehenden Anschlag ändern, aber selbst da müssten ja Lesser und Pfeiffer zum Beispiel auf den Plätzen 13 und 14 fehlerfrei bleiben, um Profit zu ziehen. Svensson schaut sich um, hat offenbar keine Informationen darüber, wie groß der Rückstand bzw. aus seiner Sicht der Vorsprung ist. Jetzt haben Sie natürlich eigentlich den Vorteil, dass Sie gemeinsam arbeiten können. Dass Sie sich abwechseln können in der Nachführarbeit. Aber Sie sehen es, 12 Sekunden war der Abstand von Svensson zu Fack. Der ist gewachsen, Martin Fourcade konnte nur 2 Sekunden gut machen auf Emil Svensson. Dass diese letzte Kurve über die Brücke hinein in das Stadion von Nové Město. Die meisten Zuschauer sind hier natürlich aus Tschechien. Dazu viele Russen, viele Deutsche, einige Norweger. Emil Svensson geht erneut auf Schießbahn 1. Es wird ja im Verfolgungsrennen von vorne aufgefüllt. Jetzt also stehend Anschlag. Die Ziele sind etwas größer. Aber es ist ungleich schwerer, im stehend Anschlag die Ziele zu treffen. 11,5 cm groß. Etwa so groß wie eine CD. Gehen Sie mal auf die Straße und legen eine CD irgendwo hin. Dann gehen Sie mal 50 Meter weiter, wie klein diese CD plötzlich wird. Beginnt schnell und schießt recht schnell. Schnelle Serie von Svensson und fehlerlos. Das ist ja fast schon die halbe Miete. Fourcade öffnet mit einem Fehler.
Jetzt kann der Vorsprung wachsen. Auch Schipulin schießt daneben, auch Eder. Jakob Fack bis jetzt fehlerfrei mit 4 Treffern schon. Fack trifft auch den 5. Malischko 4 Treffer, 5. Furkat eine Strafrunde, Schipulin eine, Eder 2. Böff 2 Strafrunden, Lindström kommt mit einer Strafrunde davon. Svensens Vorsprung auf Fack und Malischko 17 bzw. 21 Sekunden. Und Erik Lesser. Wir haben da in eine Strafrunde, Landertinger keine. Lesser 2, auch Peiffer beginnt jetzt mit einem Fehler. Lesser 300 extra Meter. Peiffer 2 Schuss, 2 Fehler. Er hat vernünftig zu Ende gebracht, aber spätestens nach diesem Schießen ist klar, für die Deutschen geht auch heute wieder nichts Richtung Top 10. Na, Top 10 schon, aber nichts Richtung Medaillen. Schemp trifft 5-mal und Andi Birnbacher beginnt jetzt mit einem Treffer. Birnbacher muss in die Strafrunde. Es ist nicht die Weltmeisterschaft der Deutschen bis jetzt. Und das bleibt auch heute so. Svensson, der Mann dieser WM bis jetzt, führt vor Fack und Malischko. Und dann kommen Schipulin und Furkat noch in Schlagdistanz. Möglicherweise geht auch noch etwas für Landertinger. Für Lindström und Eder dürfte es schon schwer werden. Zu Beginn dieser Saison einen neuen Schuh entwickelt. Gemeinsam mit Ole Einar Bjørndalen aus Carbon. Leichter, aber stabiler für eine bessere Kraftübertragung auf den Fuß. Wurde ein großes Geheimnis drum gemacht zu Beginn der Saison. Also er macht dort überall gemeinsam mit Ole Einar Bjørndalen noch den Versuch, etwas zu verbessern. Fack und Malischko, die lagen 4 Sekunden auseinander nach dem Schießen. Fack 17,9 Sekunden hinter Svensson. Das ist genau der Abstand nach dem Schießen. Malischko hat etwas verloren. Furkat, der lag 38 Sekunden hinter Svensson. Der hat gemeinsam mit Schipulin etwas gewonnen. Die sind etwas dichter herangekommen. Landertinger wiederum hat 2 Sekunden verloren. 1 auf die 6. Ich stehe nur mit einem guten Anschlag. Jawohl. Max, gut. Hopp. Voll her, die Koffer. Jawohl. Kämpf schon um die 0. Du kannst nicht schießen. Geil. Jawohl. Hopp. Hoppa. Hopp. Jawohl, Hand nochmal. Hopp. Hopp. Konzentrier. Versuch's nochmal. Jawohl. Hoppa. Hopp. Und den 4. Andi Birnbacher nehmen wir jetzt auch noch mit, oder? Oh ja, da, Kim. Jawohl, hoppa. Knips nummer 0 aus. Kim, du kannst es doch. Hopp! Hopp! Also die Deutschen mannschaftlich geschlossen, aber natürlich hinter den Erwartungen auf den Plätzen 15, 18, 20 und 24 im Moment unterwegs. Es hat schon viele Jahre gegeben, in denen es für die Deutschen im Dezember noch nicht so gut lief. Es wurde immer wieder verwiesen auf die Saisonhöhepunkte im Januar und dann den Saisonhöhepunkt im Februar, die WM oder die Olympischen Spiele. Im Januar natürlich die Heimweltcups. Und da waren sie dann auf den Punkt fit, auf den Punkt stärker. In diesem Jahr ist das nicht gelungen. Sie sind mit den Laufzeiten einfach nicht dran. Sie sind unter dem Druck, dass sie die Null brauchen. Das wissen sie und das macht es nicht leichter. Und so kommt es, dass die deutschen Männer wirklich nicht konkurrenzfähig sind im Kampf um die Medaillen bei dieser Weltmeisterschaft. Zumindest bisher das Einzelrennen am Donnerstag. Da sieht es möglicherweise anders aus, dieser schießlastige Wettkampf. Aber heute
erleben sie eine weitere sportliche Niederlage. Svensson, der Abstand auf Jakufak ist jetzt auf dieser zweiten Hälfte der Runde sogar etwas gewachsen um 3 Sekunden. Malischko verliert ebenfalls weiter und Furkat und Schipulin, die arbeiten sich immer näher heran an Malischko. Malischko lief ja vor der Saison noch im IBU Cup 2 Rennen, wurde dort Erster und Achter und wurde dann befördert, hat sich festgelaufen zulasten von Alexei Volkov und hat dann in Oberhof schon 2 Rennen gewinnen können. 5 Verfolgungsrennen gab es, 5 Sieger bisher. Furkat, Fack, Svensson, Malischko und Schipulin. Also genau die 5, die jetzt vorne liegen, haben die bisherigen 5 Verfolgungsrennen der Saison gewonnen. Kein Zufall also. Es geht um Gold für Emil Svensson. Am Donnerstag stand er mit der Mixstaffel ganz oben. Gestern im Sprint. Und heute? Da ist der Fehler. Da ist die Tür aufgegangen für die Verfolger. Es ist nur eine Strafrunde für Emil Hägle-Svensson. Die anderen beiden müssten jetzt die Null schießen. Und selbst dann wird es natürlich ein spannendes Finale auf der Schlussrunde geben. Fack schießt auch einen Fehler. Und Malischko ist läuferisch nicht so stark wie Svensson. Was ist mit Furkat? Malischko schießt die Null. Svensson kommt fast zeitgleich mit ihm zur Zwischenzeit. Da kommt Svensson aus der Schlussrunde, dahinter kommt Malischko. Schipulin schießt die Null, Furkat schießt auch die Null. Aber der Abstand zu Svensson, der ist schon einigermaßen groß. 1,9 Sekunden Malischko hinter Svensson. 10 Sekunden der Rückstand von Furkat gemeinsam mit Schipulin. Na, die werden sich ranarbeiten an den Malischko. Landertinger 4 Treffer, 5 Treffer. Eder eröffnet sein finales Schießen mit einem Fehler der Österreicher. Björn Dahlen schießt einen weiteren Fehler. Lindström bleibt jetzt fehlerfrei. Der Kampf um die Plätze in den Top 10 hier in vollem Gang. Schemp einen Fehler. Lesser einen Fehler. Beide müssen eine Strafrunde laufen. Pfeiffer oben. Die Grafik. Birnbacher macht sich jetzt fertig. Der letzte geht bei Arndt Pfeiffer daneben. Und auch Andi Birnbacher absolviert eine weitere Strafrunde. Und jetzt geht der Blick nach draußen auf die Strecke. Emil Hägle-Svensson. Und sie haben ihn geschnappt. Sie sind herangelaufen. Und sie sind vorbeigelaufen. Das hätte ich nicht gedacht. Furkat und Schipulin gemeinsam haben sie Emil Hägle-Svensson dort aufgelaufen. Und Malischko, der hat sich offenbar für die letzte Runde ein paar Körner aufgehoben. Sie haben es erlebt in den Runden zuvor. Da hat er immer wieder verloren. Jetzt aber konnte er mithalten mit Emil Hägle-Svensson. Der guckt nach links aus seiner Sicht. Was ist da los? Wer sind denn die, mit denen ich mich hier auseinandersetzen muss? Also ein Vierkampf um den Sieg hat sich hier entwickelt, während wir am Schießstand waren. Emil Hägle-Svensson ging mit 10 Sekunden Vorsprung vor Furkat und Schipulin auf diese Schlussrunde. Sie haben ihn sich geschnappt.
Und jetzt bin ich gespannt. Beginnt jetzt schon das Taktieren. Svensson will möglicherweise Tempo rausnehmen, weil er weiß, er ist der beste Sprinter in dieser Gruppe. Fourcade wird sicherlich versuchen zu attackieren, sich abzusetzen. Was haben die beiden Russen drauf? Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften blieb Russland ohne Goldmedaille. Diese große Biathlon-Nation. Jetzt haben sie zwei Asse in diesem Quartett, die es schaffen können. Schipulin auf seiner Lieblingsstrecke hier in Nové Mesto. IBU Cup 2008 dreimal gewonnen. Weltcup vor einem Jahr hier den Verfolger gewonnen. Fourcade, der Titelverteidiger in Ruhpolding vor einem Jahr. Da gewann er von der 1 gestartet. Aber es war ein überlegener Sieg, es war ein deutlicher Sieg. Jetzt wird es ein Duell geben, ein Fotofinish möglicherweise. Fourcade zieht an. Schipulin jetzt dahinter, Malischko zurückgefallen. Svensson rechts, es wird eng, die Strecken sind aber breit hier. Zu eng darf es nicht werden, das Tempo ist jetzt hoch. Jetzt sind sie am Anschlag, jetzt gehen sie in den roten Bereich. Das Laktat schießt in die Oberschenkel, es brennt wie Feuer. Fourcade, er versucht sich abzusetzen, er fliegt davon, er entschwindet. Was ist mit den anderen, können sie noch mal kontern? Schipulin und Svensson, ist das schon der Kampf um Silber? Malischko kann nicht mehr folgen, so wirkt es zumindest. Svensson ist wieder dran an Fourcade. Hat in diesem Übergang das Loch wieder zugemacht. Kommt zum Showdown der beiden Giganten. Sie kommen auf die Zielgerade. Diese kleine Brücke noch. Und dann kommen sie hinein ins Stadion. Was ist das für ein Zielsprint? Kann Svensson noch einmal rausgehen? Welche Gasse wählt Fourcade? Wenn er in der Gasse ist, dann darf er nicht mehr wechseln. Jetzt also die letzten Meter. Svensson gegen Fourcade. Es ist ein Fotofinish. Es ist ein Fotofinish. Svensson wurde zunächst als Sieger eingeblendet. Aber dann sprang die Grafik um auf Fotofinish. Jetzt Svensson hier plus 0,1 vor Fourcade. Dahinter Schipulin. Er gewinnt Bronze wie im Vorjahr in Ruhpolding. Malischko Vierter hinter seinem Landsmann. Aber die Zeitauswertung, sie zeigt Emil Svensson als Sieger an. Möglicherweise bekommen wir das Zielfoto noch nachgeliefert. Fourcade enttäuscht. Da kommt der Glückwunsch unten rechts im Bild. Fack wird Sechster, Siebter Lindström, Björn Dahlen Zehnter. Und Svensson, so richtig, freut er sich noch nicht, traut er dem Braten noch nicht ganz. Doch, da kommt die 3. Es ist das dritte Gold in dieser Woche für ihn. Simon Eder von der 10 gestartet. Einsame Schlussrunde für ihn, kommt als 12. ins Ziel. Und dort hinten der erste Deutsche. Erik Lesser, wie gestern, bester Deutscher, 14. Das ist für ihn bei seinem WM-Debüt ein gutes Ergebnis. Erik Lesser, 17.